Was ist eigentlich Tree Saddle Hunting und wie wendet man das an? Ja, moin und Waldmanns Heil. Ich bin der Gasti, Schießausbilder bei der Akademie für Jäger und Sportschützen und freier Autor für Deutscher Jagdblog und diverse andere Medien. Ja, was machen wir hier? Im Grunde genommen habe ich mit meinem Freund, dem Alexander Busch von Hubertus Field Sports, die sportliche Herausforderung angenommen, dass wir uns in dieser Saison dem Tree Saddle oder dem Saddle Hunting widmen. Hierzu haben wir uns einen entsprechenden Tree Saddle besorgt, bestehend eigentlich aus einem Sitzgeschirr und zwei Sicherungsleinen. Ist eine ganz interessante Variante des Jagens. Wir haben es eher unter dem sportlichen Aspekt gesehen und uns die Frage gestellt, wieso ist das in den USA eigentlich so beliebt? Ja, und was die Ergebnisse waren, zeigen wir euch in dem Video. Was brauchen wir alles für das Saddle Hunting? Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Die Büchse sollte eine Büchse sein, die einfach zu transportieren ist und notfalls auch mal ein paar Schläge ab kann. Die Büchse selbst haben wir ausgestattet mit einem Hosenträger Gewehrriemen aus unserem Projekt Jungjäger sucht Jagdbüchse. Es muss nicht zwangsläufig dieser Riemen sein, es kann auch ein ganz einfacher sein. Wichtig ist nur, dass ihr die Waffe fest auf dem Rücken anbringen könnt. Ja. Weiterhin natürlich den Tree Saddle selbst. Klingt komplizierter als es ist. Es ist im Grunde genommen ein Sitzgeschirr, das man sich anlegt. Zwei Sicherungsleinen sind an dem Sitzgeschirr angebracht und damit kann man dann sich im Baum sichern und hängenderweise jagen. Wer sich gerne mit den Knien gegen den Baum lehnen möchte, dem ist mit Knieschonern geholfen. Zum Klettern selbst empfehlen wir festes Schuhwerk. Man kann es auch in Gummistiefeln machen, aber da ist einfach die Abrutschgefahr ein bisschen zu hoch. Und ja, Camo, Gesichtsmasken, Jacken, Tarnschleier, auch eine Mütze ist denkbar, kriegt ihr alles bei Alex im Shop. Einmal vormachen, wie einfach es letztendlich ist, sich in das Sitzgeschirr einzubinden. Es empfiehlt sich, wenn man Tarnklamotten trägt oder eine Oberbekleidung hat, dass die relativ eng anliegend ist, damit man nicht irgendwo hängen bleibt oder weiß ja eigentlich selbst. Also eigentlich steigt ihr von oben zwischen die Sicherungsleinen und das Sitzgeschirr selbst, führt das am Körper entlang hoch und bindet euch mit den beiden Beingurten und dem Hüftgurt in das Sitzgeschirr ein. Wenn wir uns das Sitzgeschirr mal im Einzelnen betrachten, woraus besteht es? Also wir haben die erste Sicherungsleine, die sogenannte Lineman's Belt, die über einem Bußig und einem Karabinerhaken mit dem Sitzgeschirr verbunden ist, sodass man den ständig an und wieder dran machen kann, um sich am Baum zu sichern. Das ist letztendlich die Sicherungsleine, die ich benötige, um mich beim Aufstieg auf den Baum zu sichern. Dann habe ich eine zweite Sicherungsleine, die sich in einem zusätzlichen Säckchen befindet. Das ist die sogenannte Tetherline, mit der ich mich im Baum sichere. Wie das konkret funktioniert, zeige ich euch gleich. Diese benötigt ihr nicht unbedingt für den Aufstieg. Man kann sie als zweite Sicherungsleine verwenden, um beispielsweise um Äste drumherum zu steigen oder ähnliches. Primär ist aber dafür gedacht, um sich im Baum zu sichern. Die dritte Leine oder Sicherungslinie ist letztendlich die Leine, in die ich die Tetherline oder die Sicherungsleine, mit der ich mich in den Baum reinhänge, verbinde mit dem Sitzgeschirr. Und das war's. Uns in den Baum einbinden zu können,
können wir die Leinwelt komplett vom Sitzgeschirr entfernen, um den Baum herlegen, drumherum legen und uns dann über die Karabiner anfangen einzubinden. Karabiner immer sichern und Leinwelt entsprechend anlegen. Für den Aufstieg selbst ist es wichtig, dass man nicht mehr als ungefähr 40 cm vom Baum weg ist. Ansonsten erfüllt die Sicherungslinie beim Sturz nicht ihren Zweck. Man darf sich doch nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Also ja, man ist gesichert und es ist auch ausreichend, um einen am Baum zu halten. Dennoch ist ein Sturz in die Sicherung schmerzhaft. Wie sichere ich mich? Also die Lineman-Belt selbst muss immer ungefähr auf Hüfthöhe oder drüber sein beim Aufstieg. Ich steige die Leiter hoch und ziehe immer die Lineman-Belt ein Stück nach. Dann machen wir das doch mal. Jetzt sind wir oben angekommen. Im Baum selbst hängend sieht es dann folgendermaßen aus. Man ist über die Tetherline im Baum eingebunden. Die Prusikschlinge verbunden mit der Sicherungsleine am Sitzgeschirr. Und hier sitzt der Gasti. Da seht ihr noch die Schienbeinschoner. Kann man folgendermaßen benutzen, falls man sich an den Baum anlehnen möchte. Ja, und der Blick von oben. Das ist natürlich fantastisch. Ihr habt es gesehen, beim Tree Saddle Hunting gibt es einiges zu beachten. Es ist eher für den ambitionierten Jäger gedacht. Wie bereits erwähnt, wir haben es als sportliche Herausforderung gesehen. Das Video selbst jetzt soll euch eigentlich nur zeigen, was so die Grundtätigkeiten sind. Und alle Details haben wir in einer Artikelreihe auf dem Deutschen Jagdblog veröffentlicht. Den Link findet ihr natürlich unterhalb des Videos. Wenn wir es schaffen, jetzt im Zuge der Saison noch ein paar Live-Bilder zu machen, werden wir die natürlich auch mit euch teilen.